Herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Session im MOOC. Und ich freue mich ganz sehr, dass die Anja Lorenz heute Zeit gefunden hat, um uns unser Format, was wir hier verwenden, den MOOC, mal näher zu bringen. Die ganzen Hintergründe, wie man das einsetzen kann, wie man es nutzen kann. Ich kenne ja Anja schon seit jetzt doch schon etlichen Jahren, ganz am Anfang von einer Firma, die 300 Meter von mir sitzt, von der Chemedia, und dann von den ganzen Anfangszeiten der Gründung vom OnCampus, wo das Ganze noch Moin hieß. Und deswegen denke ich, können wir niemanden Besseres finden, uns das ganze Format, die ganzen Hintergründe davon zu erzählen und zu erklären wie Anja und auch alle unsere Fragen loszuwerden. Und ich denke auch in vielen Bereichen, die mit freien Lerninhalten, mit freien Bildungskonzepten zu tun haben, und ist sie sehr kompetent und ich schätze da seit vielen Jahren, auch hinsichtlich der EduCamps, wo wir uns getroffen und ausgetauscht haben. Also ganz herzlich willkommen. Alles andere kannst du über dich selber erzählen und ich würde dir dann Bildschirm übergeben. Ja, vielen lieben Dank. Ich wurde ja von euch angefragt, ob ich was erzählen kann dazu, wie man MOOCs einsetzt, wie wir MOOCs eingesetzt haben, wie ich vielleicht schon woanders gesehen habe, wie MOOCs eingesetzt wurden. Und da gerne auch nochmal kurz zu mir. Dirk hat ja schon ganz schön viel erzählt. Es erinnert mich wieder daran, dass man jetzt nicht mehr so zu den jungen Hüpfern gehört, wenn man sagt, man kennt sich schon super lange. Genau, also ich habe damals, als es mit den MOOCs losging, relativ damit viel gemacht und dann kommt man auch am Thema OER nicht vorbei, in dem, sagen wir auch gerne noch erwähnt, dass ich im Bündnis Freie Bildung bin. Aktiv ist gerade ein bisschen eingeschränkter, aber das möchte ich gerne wieder mehr sein. Und zu den anderen Punkten hat Dirk eigentlich schon was gesagt. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis, wir haben so einen kleinen Podcast, Oliver Tacke und ich zusammen, heißt Bildung alt entfernen, wer sich da so alle, vielleicht einmal im Monat oder alle anderthalb Monate, ein bisschen was aus der Bildungswelt anhören möchte, ist gern eingeladen. Eigentlich dachte ich, ich muss vielleicht nicht so unbedingt lange erzählen, was MOOC ist, weil jeder, der hier drin ist, hat offenbar schon mal davon gelesen, dass es sowas geben könnte und hat sich vielleicht gefragt, was heißt. Nur einfach, um zu sagen, okay, das ist jetzt das Grundverständnis und weil ja jeder MOOC auch ein bisschen anders ist, nochmal kurz die Diskussion dazu. Das Open in MOOC steht nach unserer Definition dafür, dass es ein offenes Bildungsangebot ist. Das heißt, es gibt keine Zugangsbeschränkungen. Man muss nirgends keine Hochschule eingeschrieben sein. Man muss kein bestimmtes Alter haben. Man muss kein Geld bezahlen. Also in der Regel sind das so der Grundkonsens. Und das Massive kommt halt daher, dass am Anfang relativ viele Leute dabei waren. Und wir sagen, es muss skalierbar sein. Also ich muss es mit zwei Teilnehmenden genauso gut hinbekommen wie mit 2000. Und im deutschsprachigen Raum bewegen wir uns eigentlich auch so in dem Bereich. Also die größten MOOCs bei uns haben sich so auf 6000 Leute eingesammelt, glaube ich. Habe jetzt nicht aktuell geschaut. Aber im deutschsprachigen Bereich ist das so eine Hausnummer, wo man sagt, also ich sag mal, ab 200 Leuten ist es ja schon nicht mehr handelbar in der Einzelbetreuung. Wahrscheinlich schon eher. Genau. Ich habe angefangen 2013 mit den Saxon Open Online Courses. Da habe ich auch noch in Chemnitz gewohnt, wie Dirk ja auch schon gesagt hat. Da hatten wir zwei Projekte, beziehungsweise das eine war bestimmt aus zwei Projekten, damit drei Kurse, den SUK, den Sachsen Open Online Kurs 2013 und 2013-14, die waren in der Veranstaltung eingebettet und es durfte auch jeder von außerhalb teilnehmen. Dann kam noch der SUPAL, also der Sachsen Open Online Kurs auf OPAL, was ja die Lernplattform von Sachsen ist. Dann bin ich nach Lübeck gezogen und dort haben wir 2015 die eigene MOOC-Plattform Moin damals noch aufgebaut, haben 2015 den MOOC Hub gegründet. Der MOOC Hub ist ein interessantes Konstrukt, wo relativ viele MOOC-Anbietende ihre MOOCs auflisten. Das Ganze passiert durch ein JSON-Skript und ein einheitliches Metadatenstandard. Und so kann man quasi auf MOOCHub.org ist es, glaube ich, kann man schauen, welche Kurse es überhaupt gibt. Und da werden alle Kurse gefunden von den Plattformen, die es da eingebaut haben. Es müssten jetzt mehr als 400 sein. 2016 haben wir angefangen, auf oncampus.de externe MOOCs zu hosten, wie auch der WMOOC einer ist. Und 2017 gab es den ersten größeren Relaunch der Oncampus-Plattform. Und ich sehe, ich muss das mal wieder aktualisieren. Letzte Woche gab es den zweiten größeren, der auch noch im Gange ist. Ich habe keine super aktuellen Zahlen, aber wir haben mehr als 70.000 eingeschriebene Menschen auf der Plattform. Das ist noch von Dezember 2019 und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir 2020 auch einen großen Knick hatten nach oben, die über die ganze Welt verteilt sind. Man fängt ja so an mit so einer Plattform, die baut sich langsam auf. Da wussten wir auch noch von wem, also dass das so ein Pärchen war in Australien, die da gemeinsam die Kurse gemacht haben und sowas. Das haben wir mittlerweile im Überblick verloren. Und neben dem großen Klumpen im deutschsprachigen Raum haben wir auch einen größeren Klumpen, sage ich mal so, wirklich im Bereich Syrien, Iran, Irak und diese Staaten, weil wir auch einige Kurse für Geflüchtete gemacht haben. Ja, und dadurch sind da nochmal ein größerer Schwerpunkt dazugekommen. Als ich diese Präsentation vorbereitet habe, da hatte ich so ein paar Folien, die man halt irgendwie so immer zeigt.
Und bei der Sache ist mir aufgefallen, ich habe so Google-Suchtrends mir angeschaut, ne? Also wie wird nach MOOC gesucht? Und weltweit hat es halt irgendwann 2012 angefangen und ist dann 2014 irgendwie so auf so ein Plateau gekommen. Müsste jetzt mal gucken, wo man diese Senke ist, ob das Weihnachten ist oder so Sommerferien. Und dann gab es 2020, gab es diesen Corona-Peak und weltweit ist es dann auch wieder ein Stück angestiegen. Also man sieht jetzt hier leichter wieder eine Tendenz nach oben. Und dann habe ich das mal eingeschränkt auf Deutschland. Und habe festgestellt, okay, das folgt hier einem ähnlichen Sache. Die Peaks, die Unterschiede, also das ist ja nicht mehr oder weniger, sind ja prozentuale Zahlen, sind am Anfang ein bisschen höher. Man erinnert sich vielleicht auch noch an diese ersten MOOC-Förderwellen, die dann im akademischen Bereich zumindest kamen. Und dann sieht man aber im Gegensatz zur weltweiten Entwicklung hier hinten, dass es nach 2020, nach diesem Corona-Peak so wieder abfällt. Und dann ist mir was eingefallen, ich habe mal was daneben gelegt, darüber gelegt, wo ich nicht ganz weiß, ob ich jetzt alle Schlüsse schon draus gezogen habe, die man ziehen kann. Und zwar habe ich mal den Begriff Online-Kurs noch gesammelt. Ne? Also Online-Kurs ist jetzt im, wie soll man so sagen, im Ausschlenker nicht so hoch wie MOOC, weil es eben diesen Trendbegriff nicht gab. Aber auch beim Online-Kurs kann man im 2020 diese Corona-Peaks sehen. Ich nehme mal an, das ist erster Lockdown und zweiter Lockdown, die hier hervorstechen. Und dann ist so ein bisschen das, was der MOOC runtergeht, ist das, was Online-Kurs hochgeht. Und eine mögliche Interpretation des Ganzen ist jetzt natürlich, also meine zumindest, dass sich MOOC als offener Online-Kurs, was ja damals, zumindest 2014, 2013, wirklich ein innovatives Konzept war, dass man überhaupt hier was kostenlos mitmachen kann, ohne irgendwo eingeschrieben zu sein, das hat sich normalisiert. Es gibt mittlerweile so viele Online-Kurse, die einfach im Netz stehen, wo man sich manchmal nicht nur anmelden, nicht mal anmelden muss, schon gar nicht eingeschrieben sein muss, dass dieser besondere Begriff, also Massive Open Online-Kurse sind ja auch Online-Kurse, aber dass sich das nicht mehr lohnt, das hervorzuheben. Ja, also das ist so eine mögliche Redart. Ich meine, natürlich sind bei Online-Kursen auch Kurse dabei, die nicht frei zugänglich sind. Es ist ein allgemeinerer Begriff, deswegen, aber ich sehe jetzt zumindest keinen anderen Grund auch, warum das nicht auch so ansteigen könnte. Also wir haben bei OER eine gewisse ähnliche Entwicklung, dass man feststellt, diese Begriffe kommen aus der Fachdiskussion raus in die normale Diskussion, dann kriegen die zum Teil andere Synonyme. Was mache ich aktuell? Aktuell bin ich in einem Projekt aktiv, das heißt Future Skills. Da nehmen wir genau diese Online-Kurse, also nicht genau diese, aber viele von den Online-Kursen, die wir früher schon hatten, und stellen die Studierenden in Schleswig-Holstein bereit. Also es ist ein Projekt, was übers Land gefördert wird. Und haben da 167 Kurse für alle Studierenden in Schleswig-Holstein bereitgestellt. Die können sich mit ihrem Studienlogin einloggen und bekommen das dann ausgespielt. Sehr, sehr viele davon sind OER. Das ist einfach auch der Vorteil davon, wenn man alles frei lizenziert, dann kann man es im nächsten Projekt wieder verwenden, muss niemanden fragen, muss nicht erst Erlaubnisse einholen und diesen ganzen Spaß haben. Wir bauen auf Moodle, das ist eine Open-Source-Software, haben damit eigentlich auch keine Probleme. Wir haben den MOOC-Hub auch angebunden. Und Schwerpunkt von diesem Projekt ist eben Future Skills, wie es drüber steht, die Zukunftskompetenzen, die gerade überall diskutiert werden. Es geht überwiegend um digitale Kompetenzen und KI in diesem Projekt. Und im nächsten Projekt, was wir schon am Horizont sehen, was auch schon in Konzepten zum Teil veröffentlicht ist und auch angekündigt ist vom Land, ist der Digital Learning Campus. Und da werden an Standorten in Schleswig-Holstein, überwiegend sind das die Hochschulstandorte, Lernorte noch dazu aufgemacht. Also an diesen Orten können Leute sich treffen und können Sachen lernen. Auch da ein Schwerpunkt auf digitale und technologische Kompetenzen, die jetzt aber bei allen Bürgerinnen und Bürgern ausgebildet werden sollen und nicht nur auf die Studierenden beschränkt. Das Standardbeispiel in der Hochglanzbroschüre ist immer dieses, man könnte ja einen Kurs über Virtual Reality machen und sich dann in diesem Lernort eine Brille angucken und mit anderen diskutieren, was man da jetzt praktisch mitmachen kann. Also das ist so einfach mal ein Szenario, was man aufmachen kann, um sich vorzustellen, was dieses Projekt liefert. Und in diesem Rahmen, aber auch schon vorher in anderen MOOCs, haben wir dann die Frage, wie können wir denn diese MOOCs, die wir haben, diese Online-Kurse, in andere Präsenzformate integrieren? Und andersrum gefragt, wie können wir vielleicht ein gutes Online-Angebot schaffen, was sowohl für die Leute funktioniert, die online verfügbar sind und nur dort teilnehmen können, weil sie eben nicht nach Kiel oder Lübeck fahren können, aber auch vielleicht mit Präsenzformaten anreichern, die auch für Leute, die vor Ort sein können, das noch eine Bereicherung sind. Und um diese Frage zu klären, müssen wir uns erstmal fragen, dürfen wir das? Und da habe ich vorhin schon gesagt, ja, dürfen wir, weil wir bauen auf OER, auf frei lizenzierte Kurse und damit können wir unter Einhaltung der Regeln sehr viel machen. Um jetzt mal die Frage durchzuspielen, kann man sich zum Beispiel sagen, okay, ich suche mir jetzt einen passenden Kurs auf, zum Beispiel auf mookhub.org, den ich jetzt für mein Lernangebot nutzen möchte.
Und einfach um im Hinterkopf mit zu behalten, wir haben zum Beispiel einen Kurs aus dem Bereich digitalen Selbstschutz, wo man lernt, wie man gute und sichere Passwörter sich erstellt. Und das Fachgebiet, auf dem wir uns da begeben, ist ja Blended Learning, heißt das. Ja? Also Blended Learning heißt, das ist so eine Vermischung zwischen Präsenztermin und Online-Kursen. Und dieser Schieberegler, diese Bestandteile, die können da so ganz wild hin und her geschoben werden. Man kann sagen, macht ganz viele Präsenztermine und macht nur ganz wenig online oder macht ganz viel online und ganz wenig Präsenz. Man kann also diese Präsenz- und Online-Anteile mischen und neben Präsenz im Sinne von physisch vor Ort und online im Sinne von im Internet ist natürlich auch die Frage, was macht man synchron mit allen zusammen und was macht man asynchron, also was kann jeder für sich machen. Und nach diesem Schema gibt es eine Veröffentlichung von Clarissa Braun, Martin Ebner und Sandra Schön, meine ich, die geschaut haben, wie kann man das integrieren. Die haben sich ihre Kurse angeguckt und auch auf den anderen Plattformen und haben da verschiedene Typen von Nutzung von MOOCs identifiziert. Und den ersten haben sie genannt, den konventionellen MOOC. Das ist jetzt auch wirklich das Standardbeispiel. Es wird, glaube ich, niemanden groß verwundern. Man hat einen Kurs, der steht online bereit. Den kann man machen. Man kann am Ende noch eine Prüfung integrieren. Also das ist dieses gleiche Zeichen hier hinten. Und solche Kurse haben wir auch. Es gibt zum Beispiel den Video-MOOC auf der Plattform oncampus.de. Da geht es darum, was man für Videos, wie man gute Videos produzieren kann. Und den kann man belegen, den kann man durchmachen. Da braucht man auch niemanden links und rechts dazu. Den kann man da nutzen. Und auf der Plattform eMorgs gibt es den Kurs Pocket Code. Da kann man lernen, wie man programmiert mit so einer kleinen Programmier-App. Was man auch machen kann, ist ein Intro-MOOC. Man kann zum Beispiel sagen, ich habe eine Veranstaltung, das ist das, was Sie hinten darstellen. Und für diese Veranstaltung möchte ich alle auf das gleiche Vorwissen bringen. Dann kann man MOOC nehmen und kann sagen, oder nur Teile von dem MOOC kann sagen, bitte schaut euch das im Vorfeld an, das setzen wir voraus. Als Beispiel kann man es sehr gut sehen am eMOOCs Pre-Conference MOOCs. Und zwar, MOOC. Und zwar war die eMOOCs 2013, das ist die Europäische MOOC-Konferenz in Graz. Und die haben alle Paper, die für den Best Paper Award nominiert waren, haben die dort in so einen Kurs reingestellt, sodass dann quasi die Jury und alle Interessierten im Vorfeld sich die angucken können, die Videos dazu, die Präsentation angucken können. Und dann muss man eben nicht erst hinkommen, muss dann erstmal noch eine Präsentation und dazu an oder darf sich nicht nur auf die Präsentation verlassen oder muss die im Vorfeld lesen, sondern hat gleich so einen Kurs dazu. Das kann man natürlich mit allen anderen Sachen auch machen, eben um Vorwissen anzugleichen. Dann das eigentlich auch sehr klassische ist ein Blended MOOC, bei dem man sagt, ich habe jetzt eine Präsenzveranstaltung, dann machen wir einen Teil online, Kapitel 1 im MOOC, dann treffen wir uns wieder, dann machen wir Kapitel 2 im MOOC, den Kapitel 3 und so weiter. Wechselt das also bewusst und auch nach Anleitung ab, ne, damit man genau, dass man genau weiß, also zwischen den beiden Terminen sollte ich das bearbeiten. Auf der österreichischen Plattform haben sie zum Beispiel dazu den Kurs Klettern mit 360-Grad-Videos. Das heißt, sie haben mit einer 360-Grad-Kamera haben sie Videos gemacht, wie man klettern lernt und dann wird sich getroffen in der Halle. Dann kann man da so Einführungen machen und Sicherheitseinweisungen und keine Ahnung, was man dann so noch so tut. Dann geht man nach Hause und lernt so klettern mit der linken Hand, trifft sich wieder, klettert mit der linken Hand, trifft sich wieder, macht online, klettert mit der rechten Hand und so weiter. Also es ist wirklich so gezielt zu sagen, okay, jetzt das nächste lernen, nächstes treffen, nächstes lernen, nächstes treffen. Und so ähnlich hatten wir es auch bei den OER-Fachexperten bei uns, wo wir auch gesagt haben, wir haben Workshops in der Mitte und dazwischen brauchen wir jetzt diesen Teil vom Kurs und dann den nächsten Teil vom Kurs. Der Inter-MOOC ist so eine Sonderform des Ganzen quasi, wo man sich darauf beschränkt zu sagen, okay, wir treffen uns alle am Anfang, lernen uns kennen, klären die Grundlagen für diesen Kurs und die Anforderungen, dann findet ein Online-Teil statt und am Ende findet eben nochmal ein Treffen, ein physisches Treffen statt. Das haben sie auf eMorgs mit dem Kurs E-Learning und Recht gemacht, wo eben genau diese rahmengebenden Veranstaltungen da genutzt wurden, um sich auszutauschen und auch nochmal ein paar Fälle einzugeben. Dann gibt es einen Kurs, da muss ich auch eine relativ ein Stück weit verstehen, wie es gemeint ist, der Inverse Blended MOOC. Ne? Also Blended MOOC hatten wir ja vorhin schon mit, wir haben jetzt eine Präsenzveranstaltung geplant, jetzt machen wir online den Teil, dann machen wir die Präsenzveranstaltung, dann den Teil online. Und beim Inverse Blended MOOC ist es so, dass es diesen Online-Teil schon festgibt und dann können sich verschiedene Einrichtungen überlegen, was sie denn Präsenz dazu anbieten wollen. Um jetzt eines von den Beispielen mal rauszugreifen, wir hatten den Ich-MOOC. Das war ein Kurs, der von den Volkshochschulen gestattet wurde, da wo es darum ging, jetzt so um mein persönliches Ich im Netz. Mache ich lieber mein Foto dahin oder mein Katzenbild oder
Solche Fragen wurden da diskutiert und es gab diesen gemeinsamen Online-Kurs, der durchgelaufen ist und die Volkshochschulen selber an den einzelnen Standorten haben sich dann überlegt, was möchte ich denn mit meinen Teilnehmenden vor Ort machen? Und die einen haben die Experteninterviews dann gemeinsam geschaut und hinterher diskutiert. Die anderen hatten dann reine Netzwerktreffen vor Ort. Vielleicht weiß nicht, ob es noch Spontantreffen gab. Dadurch, dass das so viele waren, haben wir dann noch jeden verfolgen können. Also das ist wirklich so ein Ding, wo sich dann jeder das dazu überlegen kann, was man da noch anbieten möchte. Der Erwachsenenbildungs-MOOC ist ähnlich gelaufen und beim BIMOOC war es, glaube ich, auch so, dass da so Imkerinnen und Imker gesagt haben, ihr könnt euch bei uns auch mal die Bienen angucken zu diesem Kurs der. Dann gibt es den Flipped MOOC. Flipped basiert auf der Bezeichnung Flipped Classroom. Das ist eine Lehrmethode, die in den Hochschulen vor allem beliebt geworden ist, wo gesagt wird, okay, wir machen jetzt nicht so, dass wir die Wissensvermittlung in der Vorlesung machen und die Übung macht ihr dann schön zu Hause, sondern man dreht das eben um. Man sagt, ihr guckt euch zu Hause einen bestimmten Teil an. Erarbeitet euch das Wissen und in der Vorlesung oder in der Präsenzveranstaltung machen wir dann die Übung dazu, weil dazu braucht ihr wirklich Hilfe. Das kann man natürlich auch mit einem MOOC machen, wenn der Online-Teil dazu ein MOOC ist. Zum Beispiel haben es die Österreicher mit Entrepreneurship für Engineers gemacht, wo dann der MOOC quasi das Vorlesungsskript ist, das aber zu Hause selbstständig bearbeitet werden muss. Und es gibt den Vorlesungs-MOOC, was ein sehr cleverer Typ ist, weil es den irgendwie immer schon gegeben hat, glaube ich. Also immer schon seit es MOOC es gab. Aber diese Klasse überhaupt zu identifizieren, ist mir mit Schuppen von Augen gefallen. Na klar haben wir sowas. Und zwar hat man einen MOOC, einen Kurs, der offen zugänglich ist, wo wirklich alle dran teilnehmen können, wo es vielleicht auch mal ein Präsenzmeeting gibt und eine Prüfung. Aber der wird in eine Lehrveranstaltung eingesetzt. Ja, und in der Lehrveranstaltung werden dann Sachen dazu angeboten und im Gegensatz zu dem Flip-MOOC, den ich vorhin genannt habe, ist es so, dass dann hier meistens noch das Lernmanagementsystem, das LMS von der Hochschule daneben steht. Ne? Also die Studierenden haben ihre eigene Plattform noch, wo sie sich Termine austauschen, wo sie vielleicht Diskussionen in Foren führen, die die Außenwelt im MOOC überhaupt nicht mitkriegt. Ja, hatten wir zum Beispiel im Netzwerksicherheit MOOC, NWS MOOC und digitaler Selbstschutz war eben auch so ein Kurs, den ich auch am Anfang genannt hatte. Die Österreicher hatten das gemacht, was ich auch sehr schön fand bei dem Kurs Gesellschaftliche Aspekte der Informationstechnologie. Da waren nämlich diese einzelnen MOOC-Teile, waren natürlich Lernmaterial zum Lernen, aber eben auch immer ein Vortrag von einer Expertin oder einem Experten. Und die können Sie ja nicht jedes Jahr einladen. Also können Sie machen, wird sehr teuer. Früher wäre es noch mit Reisekosten verbunden gewesen. Heute macht man ja sowas Gott sei Dank an vielen Stellen online. Aber so konnten sie quasi diesen Expertenvortrag einmal aufzeichnen und können den auch jedes Jahr wiederverwenden oder sie fügen mal ein paar neue ein, sie tauschen mal welche aus, setzen mal andere Schwerpunkte. Also das als Typen vorausgesetzt, diese verschiedenen Möglichkeiten mal betrachtet, wie kann man denn jetzt MOOCs einsetzen? Wonach soll man das denn entscheiden, wenn man jetzt vor einer Frage steht, so ein Lernangebot gestalten zu können. Das ganz einfach, man muss sich den allgemeinen Rahmen anschauen. Ne? Wie viele Teilnehmende habe ich denn überhaupt? Sind das eher so 20, muss ich überhaupt keinen großen Aufriss machen oder sind das ganz viele? Wie sind die verteilt? Ne? Also sind die sowieso jetzt alle in Lübeck oder in Chemnitz und sind ganz schnell zusammenzuholen, arbeiten vielleicht sowieso alle im gleichen Büro oder sind die ganz weit verteilt und es wäre einfach utopisch, das Präsenzsachen zu machen, dann braucht man das vielleicht nicht überreden. Welchen Zeitrahmen hat man zur Verfügung und auch welche Infrastruktur steht bereit? Und zwar Präsenz und in digital. Ne? Also so habe ich einen Videokonferenzraum, der ist mittlerweile nicht mehr ganz so rar gesehen, aber habe ich vielleicht eben auch einen Raum, der groß genug ist, also einen physischen Raum, wenn ich Treffen mir überlege, wie ist der aufgebaut? Ist es nur ein Vorlesungsraum oder kann ich da wirklich was machen? Also den Aufwand und die Ressourcen, die müssen ganz doll abgeschätzt werden. Die Sachen, die meiner Meinung nach und auch nach den Erkenntnissen der verschiedenen Paper besser online und asynchron gehen, ist Vorwissen angleichend. Ne, da kann halt jede und jeder auch mal gucken. Der eine weiß vielleicht schon was und die andere muss noch was nacharbeiten. Das kann man sehr gut dezentral machen. Man kann sich Lernmaterial erarbeiten. Das kann man sich besser asynchron machen, weil vielleicht auch, keine Ahnung, ich will vielleicht mal lieber nochmal zurückspulen, ich will mal vielleicht noch was anderes lesen. Man kann Präsenzveranstaltungen super gut vorbereiten als Input. Und auch eben diese Interviews mit Expertinnen, die man eben nicht immer zusammentragen möchte, und zu einem bestimmten Zeitpunkt verpflichten möchte. Das wären Sachen, die kann man vielleicht besser online machen und auch die Orts- und Zeitunabhängigkeit wirklich gut nutzen. Da vielleicht noch ein Ding. Ich hatte mal eine Präsenzveranstaltung, einen Workshop, der war richtig, richtig gut vorbereitet. Da war in dem Material, was wir vorher gekriegt haben, war ein Blatt, was man quasi auf der Zugfahrt hin machen sollte. Also wirklich so kleine Überlegungen, ich nehme an, so geschätzt vielleicht 20 Minuten, die man investieren muss, die aber dann ganz frisch drin sein können. Die Sachen, die ich besser in Präsenz oder synchron finde,
ist natürlich, wenn man besondere Geräte oder Infrastruktur braucht, ne? Also in einem Labor stehen muss oder eben eine VR-Brille, die nicht jeder zu Hause hat. Prüfung und Ergebnispräsentation, das ist jetzt eine Sache, die bei mündlichen Prüfungen nicht ganz so schwierig ist. Also die kann man auch ganz gut in der Webkonferenz halten. Aber gerade zur Corona-Zeit hatten wir oft die Diskussion, wie man Prüfungen online umsetzen kann. Und die Lösung ist in der Regel nur eingeschränkt, nicht oder mündlich, weil alle Möglichkeiten zum Betrug auf alle Fälle gegeben sind. Also das muss man sich dann schon genau überlegen, ob das dann wirklich für die Prüfungsart da ist. Deswegen ist da Präsenz einfach oft eine einfache und gute Lösung, das sicherzustellen. Man spart sich einfach viele Diskussionen. Die gemeinsamen Interaktionen und die informellen Lerngruppen sind, glaube ich, Sachen, die man nicht wirklich erläutern muss. Also sich mit Menschen zu treffen, ist ja wirklich ein Feature. Und ein Ding, was für mich immer sehr wichtig ist, ist, wenn ich eine synchrone Veranstaltung habe, eine vor Ort, dann nehme ich mir Zeit dafür. Dann schreibt mir niemand per E-Mail zwischendurch, dann, oder die schreibt mir, aber ich muss da nicht drauf antworten. Da kommt niemand ins Büro rein und stört. Dann sage ich nicht, ach, dann mache ich es morgen. Ja, also ich habe dann wirklich dieses Zeitfenster geblockt und deswegen mache ich tatsächlich auch sehr gerne vor Ort Lehrveranstaltungen. Ich wollte noch einen kleinen Ausblick geben, was uns aktuell beschäftigt, was auch in diese Richtung Einsatz von MOOCs spielt. Und zwar sind wir natürlich weiter dabei, OER, also frei zugängliche Lernmaterialien zu fördern und zu fordern von der Politik, damit möglichst die Sachen, die wir gerade an Hochschulen und steuerlich von Steuergeldern finanziert sind, weiter frei verfügbar hinstellen können. Ein größeres Thema bei uns ist die Frage von digitalen Zertifikaten anrechnen und externe Anerkennung von Zertifikaten. Also uns, also eigentlich schon seit Beginn der MOOCs, schwebt da ja vor zu sagen, ach naja, und dann könnte man lieber so einen MOOC machen in Mathe 1 und den könnte man dann aufs Studium anrechnen lassen. Das ist so ein Traum, den haben recht viele gehabt. In der Realität sieht es wirklich so aus, dass man, naja, man kann das machen, man hat vielleicht auch was gelernt, aber die Hochschulen sind dann doch noch sehr, müssen sehr beredet werden, da überhaupt was anzuerkennen, was von außerhalb kommt. Und je mehr technische Möglichkeiten man sowohl in den Zertifikaten hat, als auch an den Hochschulen, um das zu überprüfen, umso weniger gibt es Argumente dagegen. Wir arbeiten auch hier noch dran. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, da wird eine Anerkennungsdatenbank aufgebaut. Nach so wie ich es verstanden habe, kommt dann immer so ein, du möchtest Mathe 1 von Lübeck in Kiel anrechnen lassen. Das hat schon mal jemand gemacht, da hast du gute Chancen. Also so in etwa. In die Richtung bewegt sich's, wobei ich auch immer gebremst werde, dass das sehr langsam vonstatten geht. Und ich sage mal, die technischen Probleme sind nicht die schwierigsten daran. Und schließlich, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, steuern wir auf den Digital Learning Campus zu, wo wir genau diese Fragen mit den Lernorten, wie können wir das gut verknüpfen, wie können wir da gute Angebote machen, dass die eben aus dieser Hochschulwelt rauskommen, weiter verfolgen und da weitermachen können. Und natürlich haben wir oder habe ich auch die Hoffnung dran, dass man sagen könnte, das ist jetzt ein Vorbild und eine Möglichkeit. Wir können das in Schleswig-Holstein machen, aber natürlich spricht das ja nicht dagegen, das eben auch in allen anderen Bundesländern auch zu machen und die Angebote eben so zu stricken. Dann danke ich für eure und ihre Aufmerksamkeit und falls es noch Fragen gibt, freue ich mich drüber. So, also ganz herzlichen Dank erstmal für den Vortrag. Das war ja eine Punktlandung auf die halbe Stunde, muss ich jetzt mal sagen. Sigrun, hast du noch Fragen? Ich finde das Thema gerade sehr interessant und womit du angefangen hast mit dieser Grafik, dass diese Suchanfragen nach MOOCs nach unten gehen. Das fand ich einen interessanten Ansatzpunkt, aber das ist eher so ein größeres Thema, nicht eine konkrete Frage. Nee, Deswegen. hat mich auch überrascht, deswegen habe ich es auch gleich festgehalten. Ich wollte eigentlich nur Ja. meine Grafik ein bisschen weiterlaufen lassen, ne, die ich ja Ja. schon seit Jahren zeige, dass das ja losgegangen ist und Hype hatte. Und Ja, ja. weil mich interessiert auch immer, wie finden Leute die richtige Form für sich zu lernen und wie entwickelt sich das und welche Faktoren spielen da rein? Und da siehst du schon, das ist keine konkrete Frage. Ich finde es nur einfach ganz interessant. Deswegen starten wir gern mit euren aus dem Chat. Anja, was sind denn für dich Kriterien für gute MOOCs? Du kennst ja nun so viele. Ist schwer. Also die Frage ist schwer, weil es ist immer diese Sache, so das Lernangebot muss zu dem passen, was ich möchte. Ne? Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich wissen möchte, ist das ein gutes Passwort, was ich habe, dann ist der Passwort, dieser MOOC digitale Selbstschutz, den finde ich gut dafür. Ich meine, ich habe ihn auch mitgestaltet. So. Aber der hilft mir nur insofern, wenn ich dann sage, okay, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt ein gutes Passwort für mein Portal jetzt machen, dann gibt es vielleicht Sachen, wo ich mir das kürzer durchlesen kann. Ne? Wenn ich nicht verstehen muss, warum das jetzt ein gutes Passwort ist, dann würfel ich mir einfach nur eins mit Passwortmanager. Wenn ich es verstehen will, ist der gut. Wenn ich wissen will, was für kryptografische Verfahren es noch gibt, um Passwörter zu entschlüsseln, muss ich was anderes lesen. Ne? Also das ist die erste Sache. Ich muss was finden für mich, was wirklich das trifft. Genauso mit der Lernsituation. Es gibt einfach Sachen, die kann ich nur abends lernen.
ne, weil einfach mein Alltag das nur so erlaubt. Da will ich nicht erwarten, dass es Präsenz- und synchrone Termine um diese Zeit gibt. Dann bin ich auch vielleicht froh zu sagen, ach, ich schaff's heute Abend nicht, ich habe heute keine Lust, ich will heute mal Netflix gucken, mach ich's morgen. Ja, und es gibt aber andere Kurse, wo es eigentlich wichtiger ist, dass wirklich jede Woche das freigeschalten wird. Das sind einfach so Sachen, wo ich sage, es muss halt zu dem passen, was ich wirklich möchte oder machen muss. Wo ich begeistert bin, ist, wenn es tolle Aufgaben gibt. Also das eine ist immer sozusagen, okay, vielleicht ist es gut, wenn Videos mal ein bisschen anders sind. Das ist einfach eine nette Sache. Also es reicht manchmal auch aus, wenn jemand in die Kamera spricht und wenn das, ja, oder sie das gut und authentisch macht, dann ist das in Ordnung. Aber manchmal gibt es ja so kleine Schnackigkeiten, wo sich, keine Ahnung, jemand mal auf den Spielplatz setzt und was erzählt oder solche Sachen. Und was mich wirklich begeistert, ist, wenn es tolle Aufgaben sind. Man hat ja so Wissensvermittlung und dann will ich mich selber ausprobieren können. Und ob ich das dann mache oder nicht, ist ja meine Sache. Aber Aufgaben, bei denen ich auch merke, oh, denn das hilft mir wirklich weiter, wenn ich das weiter löse. Fällt da zum Beispiel ein beim Netzwerksicherheits-MOOC. Da stand ein Server zur Verfügung und den konnte man mit einem bestimmten Tool scannen. Ja, und um das, also konnte das halt machen und konnte da wirklich mal gucken, wie weit man kommt und welche Ports offen sind, hat man dann auch wirklich gesehen. Also es war jetzt keine fiktive Geschichte. Ob man das richtig rausgefunden hat, konnte man dann wieder machen, weil man konnte über Multiple Choice angeben, welche Ports offen sind. Ne? Und das war halt mit, keine Ahnung, 3 Ports, die offen waren und 8 Antwortmöglichkeiten, das kriegt man nicht einfach so raus. Ne? Also nicht durch Raten. Und das fand ich dann auch wieder schön zu Ende geführt. Ne? Oder ich muss auch sagen, ohne das selber loben zu wollen, aber ich kenne halt die eigenen MOOCs besser als die von Fremden. Bei den OER-Fachexpertinnen, haben wir so aufgebaut, dass man parallel zum Kurs ein eigenes OER erstellt und sich mit jedem Kapitel einen anderen Aspekt überlegt. Und das ist halt so ein Muster, wo ich sage, das würde ich auch sehr gerne für mehr Kurse noch machen, dass man so am Ende ein Produkt hat, was man dann im Rahmen des Kurses weitergestalten kann. Das sind so Sachen, die ich gut finde. Teilnehmendenzahlen interessieren mich eigentlich zum Beispiel gar nicht. Es ist nett, wenn es viele sind, aber es muss auch nicht. Ja, genau, es drückt nicht ganz so viel aus. Ja, und auch so, es gibt einfach Kurse, da sind so 300 Leute drin, die sind aber total aktiv. Wir hatten den EFI-MOOC, Erfahrungswissen für Initiativen. Das war so, wir haben gesagt, der Rentner-MOOC, also weil das so für ehrenamtlich Arbeitende der Kurs war, wo die eben lernen können, wie sie eine gute Präsentation halten. Und da weiß ich noch, da haben wir mal reingeschaut und ich habe mal festgestellt, die hatten eine wahnsinnig hohe Quote an Forenbeiträgen pro Teilnehmer. Also die waren insgesamt nur 100, 200 Leute, aber die waren da wahnsinnig aktiv drin. Ne? Und das sind so eher so Kennzahlen, die man vielleicht eher ins Auge ziehen müsste, wobei die halt nicht so auf den üblichen Dashboards aufgreifen. Die muss man sich dann immer selber zusammensuchen und mal zielen. Also danke erstmal. Mir ist spontan da eingefallen bei deiner Aussage, dass ich ja dieses passenden MOOC für mich finden muss, der geeignet ist für mein Thema. Du hast zwar den MOOC-Hub schon mal erwähnt, aber wie finde ich denn nun den passenden MOOC für mich? Welche Ratschläge gibt es denn da? Reingucken. Also ich kann den MOOC-Hub ja mal auch machen. Dann sieht man den auch im Video mal. Das hätte ich vorhin vielleicht mal machen können. Wo haben wir denn? Ja, also man sieht jetzt halt den MOOC-Hub selber. Da sind, wie sagen, 750 Kurse sogar. Und wenn ich jetzt Passwörter und Datensicherheit was lernen möchte, finde ich vielleicht in der Cybercloud. Ich sehe schon, da sind wieder neue Teilnehmende drin, neue Plattformen drin. Oder ich möchte was zu künstlicher Intelligenz wissen, dann suche ich mir hier KI und gucke an, wo ich da rauskomme. Und dann muss ich sagen, dann nutzen wir das, dass es kostenlos ist und gucken einfach mal rein. Ja, also es hilft ja, manchmal kommt man auch zu Kursen, weil man die Leute gut findet, die das machen. Ne? Also es gibt ja so ein paar Wiederholungstäterinnen, Jürgen Handke, der Kurse über Flipped Classroom und sowas gemacht hat, den kann man dann ein Stück weit vertrauen. Man kann gucken, auf der Plattform finde ich immer was Gutes. Ich kann mir hier die Zielgruppen anschauen. Also wenn ich jetzt hier einfach mal wahllos reingucke im Making kreatives Gestalten mit Kindern, dann sehe ich auch hier diese Einheiten. Also wie lange dauert das überhaupt? Ne, 7 Lektionen mal 2 Stunden, kann ich das gut machen? Ja, am Ende muss ich auch sagen, reingehen, testen. Und wenn es ein formeller Rahmen ist, ist es ganz einfach. Dann nimmt man das, was der Lernende sagt, was man nehmen soll. Den Fall darf man ja nicht vergessen. Ja, also im deutschsprachigen Raum muss man natürlich sagen, ist der MOOC Hub eine gute Anlaufstelle. Wenn man sagt, das Englische stört mich auch nicht, dann ist die Welt mit Udemy und sowas ist auch nochmal größer. Also ganz vielen Dank dafür. Gabriele, wir hatten noch ein Thema gehabt, wie das mit diesen Lerngruppen ist. Also du hattest den Inverse Blended MOOC
angesprochen gehabt. Und wir hatten ja am Anfang auch versucht, dass wir parallel zum MOOC so lokale Lerngruppen hinkriegen, wo sich Teilnehmer treffen. Wie sind denn deine Erfahrungen damit? Wann oder wie funktioniert das? Wo gibt es da die Schwierigkeiten? Weil bei uns kam das nie so richtig zum Laufen. Ja, selbst jetzt, also bei dieser MOOC-Durchführung hat beim Kick-Off eine der Teilnehmerinnen sogar selber nochmal diese Idee gehabt. Mensch, das, also ich nehme es zumindest nicht wahr, dass da irgendwas entstanden wäre, aber vielleicht könnten wir das auch nochmal anders unterstützen. Also ja, das ist sehr, sehr aufwendig für die Leute vor Ort. Ne? Also Leute vor Ort finden, ist so ein Ding, wo ich jedes Mal auch wieder ehrfürchtig davor stehe und sage, mal gucken, wie wir das angehen, weil das ist noch schwieriger als online, die Leute zusammenzutrommeln. Also selbst online sagen wir schon manchmal, aber wir haben hier ein Angebot, das ist richtig toll, aber wir wissen gar nicht, in welchen Communities man das streuen muss, damit das bei denen ankommt, die es auch machen wollen. Also das ist ja nicht so, als würde es irgendwie eine zentrale Plattform geben, wo man es jetzt einfach reinpostet und dann wissen es alle. Und vor Ort ist es halt nochmal ein Stück schwerer, weil dann muss, keine Ahnung, muss man tatsächlich in die Zeitung gehen oder ich weiß, die Österreicher, die waren sogar mal so weit gegangen, die hatten, glaube ich, oder wollten es machen oder haben es gemacht, diese an den Straßenbahnen sind ja oben so diese Festhaltestangen und die hatten dann diese Hänger da dran gemacht. Ne, wo die dann irgendwie Werbung für einen Kurs gemacht haben, der eben auch vor Ort noch da ist. Und zu einem hatten sie mal ein gedrucktes Heft dazu gemacht und so. Und gerade beim Ich-MOOC, also wo die wirklich die Volkshochschulen da unterwegs waren, die hatten dann auch ihre Leute, wo sie wussten, die kommen auch gerne und die, ne, also wenn man da in Communities reinsticht, die schon da sind, ist das sehr hilfreich. Aber ich muss auch sagen, ich kenne von den, ist ein, es hat jetzt nichts mit MOOC zu tun, aber auch so die Frage von Leute vor Ort mobilisieren. Mit den Edu-Camps haben wir das ähnlich. Ne? Also wir machen das ja auch bewusst immer an einem anderen Standort, dass auch mal andere Leute dazukommen können, dass auch mal das leichter fällt, auch für Leute zu sagen, ey, da bin ich schon ganz oft gewesen, komm doch mal mit. Und ich sag mal, die alten Hasen, die Leute, die immer oder oft zu Edu-Camps kommen, das ist nicht so das Problem. Die fahren ja auch dafür auch mal gerne am Wochenende woanders hin. Aber auch vor Ort zu gucken, dass die Leute, die Interesse haben könnten, teilnehmen, ist nicht so einfach. Und wir haben auch schon oft nach Edo-Camps erfahren, dass denn dann gesagt haben, oh, und dann hat das Kollegium gesagt, das war ja dieses Wochenende, stimmt, da hätte man auch mal vorbeikommen können. Komme ich dann halt das nächste Mal, wenn es bei uns ist. Und das ist so, ich weiß einfach, dass es eine schwere Sache ist. Und ich bin auch gespannt, wie wir das am DLC schaffen werden. Da rührt jetzt schon letztendlich die Werbetrommel ein Stück weit los, um dann den Leuten zu erzählen, dass da was stattfindet. Ja, also das ist ja, also wir haben hier das alte Karstadthaus ist dafür vorgesehen. Da fand jetzt schon mal eine erste Messe mit KI-Themen statt und da sollen auch noch andere kleine Veranstaltungen sein, einfach um diesen Raum schon mal warm zu laufen. Ne? Dass dann, wenn dann da was losgeht, die Leute das wissen. Ja, muss es am Ende vielleicht doch an der Haltestelle stehen. Das übersteigt, glaube ich, unsere Möglichkeiten in den Ja, Straßenbahnen. also ich sehe Na, es. aber ja, okay, aber ich sehe schon, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation viel Ja. Ich sehe machen. es als nahezu ausgeschlossen, das aus der Ferne zu steuern. Ja. Also das ist, haben wir in verschiedenen Formaten gehabt, wo man sagt, okay, wir machen das jetzt, keine Ahnung, dort und dort, wir schicken da an die Volkshochschule Material und wenn da niemand ist, der sich dafür zuständig fühlt, ist das nett. So. Ja, also. Ja, wir haben noch zwei Fragen, Dirk. Ich glaube, die passen ganz gut zusammen. Du fragst ja, inwieweit es schon Beispiele gibt oder die du kennst, Anja, dass tatsächlich auch Wirtschaftsunternehmen oder öffentliche Verwaltung MOOCs nutzen. Und ich habe gerade einige Kunden, zum Beispiel eine große Stadtverwaltung in der Schweiz, die arbeiten sehr intensiv gerade an Bildungskonzepten, wo es um selbstorganisiertes Lernen geht. Weißt du, ob MOOCs wirklich in solche Bildungskonzepte von Unternehmen oder Verwaltungen, ob die das schon nutzen oder sind die da noch zu traditionell unterwegs oder zu sehr im Sinne von, wir machen unsere Inhalte selber? Ich würde das noch ergänzen um den zweiten Faktor, so war die Frage gedacht, oder ob es sogar schon welche gibt, die MOOC selber anbieten, also selbst gestalten. Ja, also jein. Ja, also in dieser ganzen, als es losging mit dieser MOOC-Diskussion, ne, und die Leute irgendwie, also ich habe das Gefühl, manche haben dann immer das Gefühl gehabt, sie müssen jetzt unbedingt MOOC machen, sonst sind sie nicht mehr auf dem E-Learning hoch, was ich Blödsinn finde, aber das ist ja dahingestellt.
Da gab es so ein bisschen die Tendenz, sowas umzugestalten, dass man sagt, so, dass das O irgendwie anders, dass das erste O irgendwie anders gesagt hat und gesagt haben, okay, wir machen einen internen MOOC oder einen firmeninternen MOOC, ne? Und dann haben sie irgendwie, also letztendlich auch einen Online-Kurs für sich drin gemacht, haben die Konzepte genutzt, haben den aber nicht geöffnet, was auch durchaus okay ist. Deswegen ist es ja kein schlechteres Lernangebot, ne? Also, aber das ist mal so ein bisschen versucht, das Format für sich hinzubiegen. Wir wissen, dass es Kurse gibt bei uns, die von Firmen genutzt werden oder empfohlen werden. Der Netzwerksicherheit MOOC, war jetzt nicht unbedingt eine Firma, aber eine Berufsschule, ist von einem Berufsschullehrer mitverwendet worden für seine Klasse. Hatten wir zufällig. Es ist ja so, wir erfahren ja solche Sachen zufällig oder nicht, ne? Also das ist ja, muss ja niemand sagen, eben dadurch, weil es offen ist. Und es gibt auch, das habe ich in den Chat mal gepostet, den Corporate Learning Community, Co-Learn, ich mache mal das Bild dazu auf. Corporate Learning Community, genau so heißt die, genau. Und die haben auch 2015, 16 haben die bei Onka, auf der Moin-Plattform, glaube ich, damals sogar noch den CLC-MOOC, Corporate Learning Community MOOC, gemacht. Und da war jede Woche ein anderes Unternehmen dran. Das hat einen Fall vorgestellt, dann haben die Materialien dazu bekommen, hatten ein Expertengespräch und haben die Woche nochmal abgeschlossen. Also war wirklich so relativ, wirklich, wirklich stringent und sehr synchron, sodass dann auch wirklich jede und jeder, der mitmachen wollte, da mitmachen konnte. Ne? Also das war, ist wirklich eine coole Sache und die haben das auch, aber ich habe es noch nicht wieder gefunden, wo sie es eingruppiert haben. Die machen das auch weiterhin noch. Nicht mehr bei uns über die Plattform, Corporate Learning 2.0 MOOC. Das war der bei uns, genau. Und sie machen weiterhin solche Kurse, wo sie einfach sagen, heute machen wir das, morgen machen wir das. Dafür brauchen die nicht unbedingt mehr eine Plattform. Deswegen, weiß ich, finde ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz, wo es ist. Aber sie machen sowas weiterhin. Das ist aber eher so auch die, zwischen den Unternehmen findet da ja viel der Austausch statt. Die nutzen das dann natürlich auch gleich zur Vernetzung untereinander. Finde ich sehr, sehr cool. Und Karl-Heinz Pape wäre die Ansprechperson, die da sicherlich auch länger und ausführlicher drüber Ja, den sprechen kennen wir kann. auch gut. Ja, den kennen wir auch gut. Genau. In der Verwaltung ist mir kein Fall so bekannt, dass ich sagen kann, ich kann darüber erzählen oder ich kann weiß, die machen es auf alle Fälle. Ich weiß, dass hier in Lübeck ist die Medienwerkstatt der Travecom. Das ist so das Digitalisierungsunternehmen quasi der Stadt. Also ne, die Stadt hat die Stadtwerke. Die Stadtwerke haben eine Tochterunterfirma, die heißt Travecom. Und die haben mit einer Medienwerkstatt wollten die da die Verwaltung quasi mit weiter schulen. Ich weiß, dass das über die Pandemie ein Stück weit erschwert wurde, weil andere Sachen zu klären waren. Aber da war es in die Richtung auch gedacht, eben aber auch, weil man dann MOOCs nehmen kann. Also die hatten ja mit uns als Hochschule auch gesprochen, wir hatten da ein kleines Projekt gemeinsam und die für die intern bereitstellen kann. Ne? Auch die würden dann eher nicht die offenen zugänglichen Kurse nehmen, sondern sie würden quasi den Kurs kopieren bei sich auf der Plattform anbieten und dann intern die Angebote nutzen. Was für uns vollkommen okay ist, weil dafür machen wir es unter einer freien Lizenz. Je nachdem, welche Ansprüche man hat, ist die Frage, ob man dann auf den offenen Teil, ob man irgendwas verpasst. Ja, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass, keine Ahnung, man einen Kurs so arbeitet, das Arbeitsamt offen, dass der auch spannend wäre. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er wahnsinnig viele Trolle anzieht. Und zwar in allen Themen. Ich glaube, da kann man das ungefährlichste Thema wählen, wie man möchte. Und irgendwer schreibt immer rein, die Stadt ist aber doof. Ich habe noch eine Frage, die noch offen ist. Was sind das eigentlich für Menschen, die die MOOCs durchführen? Also warum führen Personen MOOCs durch? Und wenn es für die Teilnehmerinnen ja keine Gebühren gibt, also das ist ja als Einnahmequelle nicht so unbedingt da die perfekteste Entscheidungsform. Ja, Also Dirk. warum? Die Idee hatte ich auch als erstes, Dirk. Dirk, warum führst du denn den MOOC durch? Jetzt wollte ich ja erstmal deine Erfahrung haben dazu. Unterschied, ja. Was sind die Motivationen von den Leuten, die du kennst? Also, ich muss sagen, wenn ich jetzt schätzen dürfte, wenn 80 bis 90% ist natürlich auch die Blase von uns, der Kurse, die wir drauf haben, werden im Rahmen von Projekten erstellt. Na, und dann sind die Projekte durch Förderung oder durch Beauftragung finanziert. Und dass es am Ende für mehr Teilnehmende zur Verfügung steht, ist nicht relevant für die Kosten des Projekts. Na, also man macht das ohnehin. Und es ist vielleicht auch der Auftrag, eine größere Personengruppe zu erreichen. Dann ist das die Motivation. Na, also wir haben da, was haben wir denn, Erinnerungskulturen hatten wir, diverse Vereine, politische Bildung, Jugendbildung. Na, also so lauter so Leute, die eigentlich immer mehr gucken müssen, dass die Leute erreichen, als dass sie sagen müssen, wir brauchen jetzt hier eine Teilnahmegebühr. Das ist die eine Seite, ist da überhaupt Freizeitthemen, wo ich denke, manchmal, vielleicht gibt es auch den Markt an sich nicht. Wir hatten ja auch zwei Imker-MOOCs auf der Plattform. Also das Interesse ist groß, und auch die Leute, die was anbieten wollen. Aber ich weiß nicht, also Dirk, das musst du auch du beantworten, ob da jemand einen kostenpflichtigen Online-Kurs machen würde.
weiß ich nicht. Das ist einfach das Hobby der Leute. Vieles kommt aus dem Bildungsauftrag raus. Wir sind ja bei der Meinung, dass die Sachen, die wir an der Hochschule machen, auch möglichst frei zur Verfügung stehen kann. Auch da sicherlich das Ergebnis darauf, was nicht immer eine pädagogische Entscheidung ist, sondern eher eine organisatorische. Viele unserer Kurse sind Selbstlernkurse oder als Selbstlernkurse angelegt. Und wenn jemand sagt, ich möchte das mit meiner Gruppe durchmachen, dann können die das auch gerne miteinander lernen. Aber unser Job ist dann getan, wenn Lernende alleine damit lernen können. Ja, warum noch? Wegen Fame. Manchmal auch, weil es bezahlpflichtige Angebote daneben gibt, um ihre Leute fortzubilden und das eigentlich schon wieder reinspielt. Sowas, denke ich, weil es alles gute Menschen sind. Ja, genau, das ist aber von der Motivation her nach 2, 3 Jahren nimmt das ab, diese Grundmotivation. Und ich dachte nicht, dass wir so die große Ausnahme sind, die das ohne Projektförderung realisieren. Ich habe ja die beiden MOOCs, wie du ja schon erwähnt hast. Für mich war eben der zweite mit der Imkerei noch ein Punkt gewesen, um zu gucken, inwieweit sich die MOOCs unterscheiden. Wenn ich ein berufliches Thema habe, wie Management, Weiterbildung oder Management-Thema, wie Wissensmanagement, und hier ein Hobby-Thema wie die Imkerei, wo es tatsächlich Leute anspricht, die das tatsächlich nur als Hobby machen, wie da der Unterschied ist. Aber bei mir war eben die Motivation zu gucken, wie freie Bildung funktioniert und weniger wichtig, ob ich damit Geld einnehme oder nicht. Also da habe ich aber eine extrem besondere Position, die bei vielen nicht ganz so eintritt. Das stimmt. Also ich hatte jetzt auch gerade überlegt, warum der WMUG gestellt werden könnte. Das ist natürlich auch, ich sag mal, so eine indirekte Weiterbildung für euch intern, ne? Also wenn ihr sagt, okay, ihr seid die Gesellschaft für Wissensmanagement, ja, ist jetzt richtig gesagt? Nee, Oder wir sind Wissens. beide dort Mitglieder, Das sind aber Mitglieder mit Mitglieder. der Gesellschaft für Wissensmanagement nichts zu tun. Das ist wirklich unsere Ah, ja. Privatinitiative von Dirk und mir, wenn man so Ja, möchte. aber Ja. dann vielleicht ein konkreteres Beispiel hier, jetzt habe ich den Namen vergessen, Sabine Preuße mit dem OER-Fachexpertin. Die haben das ja mit uns erstellt als Weiterbildung, wie OER für freiberufliche Trainerinnen und Trainer eingesetzt werden können. Und jetzt fällt mir aber die Bezeichnung von dem Verein. Also es ist auch ein Fachverband. Das ist dieser Coaching- oder Trainerverband, der jetzt, ich weiß auch Genau, nicht genau. genau, diesen. Der heißt auch ziemlich genau irgendwie so. Fällt mir wieder ein. DBVT, Deutsche Verband für Naja. Trainerinnen und genau. Genau. Und die haben dieses, also wir haben natürlich gemeinsam ein Projekt beantragt. Also die Finanzierung des Kurses war bezahlt. Und die nutzen das jetzt, um sich intern weiterzubilden, eben auf genau diesem Thema. Und ich meine, über die Zertifizierung verlangen sie auch eine Gebühr. Ne? Also wenn du jetzt quasi von dem Verband da zertifiziert werden möchtest, dann machst du am Ende noch eine Prüfung und das ist dann quasi, da kriegen sie so ein bisschen Geld raus. Das würde jetzt nicht die Produktionskosten sicherlich abdecken. Das war ganz gut, dass über das Projekt gelaufen ist. Das kann man natürlich auch noch machen. Und wenn ich an kostenfreie und offenes Lernen denke, denke ich an Nele Hirsch mit dem E-Bildungslabor, Geschäftsmodell des Teilens. Ne? Also wenn man, ich kenne auch genug MOOC-Autorinnen bei uns, die dann auch mal wieder einen Auftrag kriegen und wo wir wissen, ach, die kennen das schon, das läuft ziemlich alleine, ne? Und dann hast man einmal einen gemacht und kriegt vielleicht 3, 4 Aufträge für den nächsten. Und es ist ja sicherlich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Anja C. Wagner da auf alle Fälle dazugehört, von Autorinnen, die, ich glaube, ganz am Anfang von sich aus mal gekommen sind, haben gesagt, wir würden das gern machen, wollen wir da was gemeinsam machen? Und wo wir jetzt aber nicht nur einmal gesagt haben, oh, wir brauchen jetzt aber nochmal in Richtung New Work und so ihre Spezialthemen ein Angebot, hast du da Lust drauf? Und weil wir einfach wissen, wenn wir sie fragen, dann kommt da was Gutes bei rum. Der Aufwand ist überschaubar, unsere Kommunikation stimmt. Ja, es ist natürlich eine gute Referenz, auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist auch noch ein Punkt bei uns. Das ist eine relativ gute Referenz, sodass Leute dann auch mal auf uns zukommen. Ich könnte mir eigentlich auch gut vorstellen, also beziehungsweise gibt es das, wie gesagt, auf anderen Plattformen, wo ich jetzt wieder sage, da wird nie MOOC drüber stehen, weil die Leute den Begriff schon gar nicht kennen, wir haben einen Online-Kurs, die ersten 2 Kapitel sind frei, die anderen 3 könnt ihr euch kaufen. Ja, und das ist natürlich dann auch ein Stück weit ein MOOC, dieser erste Teil, und es ist auch nicht blöd. Ich weiß auch, wir hatten mal einen Kurs drauf bei uns. Der war, glaube ich, die TU Dresden war, glaube ich, involviert. Also irgendeine andere Hochschulen waren involviert, die aber gesagt haben, wir machen den MOOC bei uns oder den Kurs bei uns, würden aber gerne das erste Kapitel bei euch drauf machen, quasi die Nutzerzahlen, die ihr habt und die Reichweite zu nutzen, um die zu uns zu bringen. So, und da wir ja staatlich finanziertes Projekt waren mit dem OnCampus.de, also was ja jetzt zur GmbH übergewandert ist, aber damals haben wir gesagt, na klar, wir kriegen auch kein Geld für jeden Teilnehmer. Also wir kriegen Geld in dem Sinne, dass wir sagen, okay, wir haben hier 70.000 Leute auf der Plattform. Das ist eine gute Plattform, können wir das nächste Projekt bekommen.
Das sind so eher die Skalen, an denen wir uns messen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist so als letzte Frage. Du beschäftigst dich ja schon ganz lange mit den ganzen MOOCs und den entsprechenden MOOC-Plattformen. Was waren denn so die Haupt-Lessons learned? Also Dinge, die du mal gedacht hast, die würden funktionieren, die haben dann doch nicht so funktioniert. Also was waren so die Sackgassen, in die man reingelaufen ist, die man vermeiden kann in Zukunft? Es ist eine super Frage. Können wir wahrscheinlich ewig diskutieren, hat man am Ende trotzdem noch zig Sachen vergessen. Die erste ist, weil ich auch durch die Folienbasteln drauf gekommen bin, dass wir ja mal den SOOC gemacht haben, den sechsten Open Online Kurs. Das waren ja sogenannte C-MOOCs, also Sachen, die nicht so auf Selbstlernkurs und Lern halt durch. Ne? Das war ja so das Standardformat, was sich jetzt mehr herauskristallisiert hat. Und diese C-MOOCs, die vom konnektivistischen Ansatz kamen, die deswegen das C, die waren eher so: Wir geben diese Woche ein Thema vor, alle können dazu was schreiben, posten, machen, gibt einen Expertenzugang, gibt eine Aufgabe. Und da war dieses selber machen sehr viel mehr im Vordergrund. Und das haben wir, jede Studierende musste da auch ihren Blog dazu haben und das musste sich angemeldet werden und so. Das war ein richtig krasses Format und das war auch, ich muss sagen, didaktisch eher, also war eine Revolution für damals, ne? Weil man hatte ja vorher noch gar nicht so viel Social Web-Möglichkeiten. Und da habe ich gedacht, boah, das ist richtig cool. Und das ist es auch, aber es ist einfach so ressourcenintensiv, also bei den Lehrenden, dass es einfach keine Chance gehabt hat. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ja, vielleicht ist aber das auch ein Schubs hin gewesen oder die formalisierte Form davon, dass man jetzt auf, keine Ahnung, Instagram und so weiter zig Communities hat, in denen man sich da genauso austauscht. Und dann, keine Ahnung, auf Instagram gibt es dann hier die Woche, wo fünf Instagrammer sich zusammenschließen und jede Woche was anderes machen. Das gibt es ja in verschiedensten Themengebieten so. Das geht auch in die Richtung. Ne? Aber ich habe gedacht, das C-MOOC-Zeug, das wird viel, viel breiter. Und wir machen jetzt zwar an den X-MOOC, also an den Selbstlernkursen rum, aber das ist ein Fall, das war mit Supal, also als wir den MOOC auf Opal gemacht haben, dass man Zahlen braucht. Also wir haben damals im Rahmen von diesem Projekt extra gesagt, wir wollen nicht, dass die Leute sich anmelden müssen. Wir wollen richtig offen sein, richtig offen. So, war cool, aber dadurch, dass man sich nicht anmelden musste, konnten wir überhaupt nicht sagen hinterher, ist das Ding Rohrkrepierer oder war es ein Riesenerfolg? Ja, also weil wir einfach keine Zahlen hatten, wie viele Leute sich da angemeldet haben, wie viele sich angeguckt haben. War nett, aber wenn wir jetzt quasi das nächste Projekt beantragt hätten, hätten wir oh, keine Ahnung, wie viel das ist. Ne? Das haben wir ja bei OER auch häufiger das Problem, wenn sie möglichst offen im Netz stehen, wissen wir nicht, wie erfolgreich sie sind. Ja. Das sind so solche Geschichten. Nee, gemacht ist es nie. Man hat immer nur, also der MOOC ist fertig, wenn er fertig sein muss. Das sind die Lessons learned. Also man kann das immer noch toller und besser machen. Man muss dann irgendwann sagen, okay, wie viel Zeit habe ich denn? Gute Aufgaben sind total wichtig und müssen nicht aufwendig sein. Aber das ist eher so, wie auch sonst im Pädagogischen, jemand, der eine gute Lehrkraft ist, das muss nicht mit mehr Aufwand zu tun haben. Und mehr Aufwand heißt auch nicht unbedingt besserer MOOC, sondern es muss wirklich, wirklich passen und stimmig sein. Ja, und das, genau, beim Plattformaufbau, dass man es wahnsinnig lange manchmal hinnimmt, dass Sachen nicht richtig gut funktionieren. Also wir haben jetzt bei Future Skills, haben wir ja eben auch andere Hochschullehrende auf der Plattform. Vorher waren das nur wir, ne? Also als Instruction Designer, wir wussten alle überall, wie die Plattform funktioniert. Dann kamen ja die externen MOOC-Leute dazu, also wie Dirk, der dann auch seinen eigenen MOOC da drauf gestellt hat und so. Und dann kamen da Leute auf einmal, die gesagt haben, also ich habe jetzt mal hier auf den Knopf drauf gedrückt. Das geht nicht richtig. Und wir so, was? Wir haben noch nie auf diesen Knopf drauf gedrückt. Also solche Szenarien, wo man einfach sagt, okay, wenn man mit Leuten von extern arbeiten, die machen Sachen anders und das geht einem jetzt mit der Future Skills Plattform auch ähnlich. Ne? Jetzt kommen andere Hochschullehrende dazu, wo man sagt, ach ja, stimmt, eigentlich wäre es ganz gut, man müsste die gar nicht alle einzeln freischalten, die Lehrenden, sondern die würden über irgendwas kommen. Also das sind andere Mechanismen, die einfach in der Steuerung drin sind. Oder auch bloß, weil man selber weiß, dass, naja, es ist immer der Punkt aktiv, der da grau hinterlegt ist. Das heißt nicht, dass die anderen nur so das wissen. Ja, das sind so die Learnings, wo ich auch gerne immer wieder überrascht bin. Ja, oder wenn wir neue Kolleginnen kriegen und die sagen auf einmal solche Sachen wie, oh, das nervt ja total, dass ich immer erst dieses Feld ausklappen muss, bevor ich was machen kann. Kann man das nicht per se aufklappen? Und unser Entwickler sagt dann ja. Und ich sagte, was? Das hätte ich mir schon seit Jahren gewünscht. Aber ich habe das nie angenommen, dass das geht. Also, das sind so solche
Punkte, wo ich dann jedes Mal denke, oh mein Gott, das braucht's irgendwie, ja. Ja, und ansonsten denke ich immer mehr, dass man eben auch, das sieht man auch in diesen Trends, das hat sich bei mir auch überlagert mit der Erfahrung von der letzten europäischen MOOC-Konferenz, wo immer mehr Themen gar nicht so um dieses MOOC-Phänomen gingen, sondern um Zertifizierung, um Kompetenzmodelle, um Aufgabentypen, also das, was man quasi in jedem anderen Online dann Angebot auch machen könnte, dass man mittlerweile vielleicht doch nochmal nicht einen anderen Begriff braucht, aber es wird schwieriger unter dem Begriff MOOC alle Themen zusammenzufinden, die man so im Bereich MOOC braucht. Und ich sage es mittlerweile auch viel weniger. Ich sage auch mittlerweile ganz viel Online-Kurse. Fallen bestimmt nachher noch ganz tolle Sachen ein. Ich bedanke mich also ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, dass du für den Vortrag zur Verfügung gestanden hast, obwohl du nicht viel Zeit hast, wie ich weiß, mit all den Aufgaben und Themen, die dich beschäftigen. Also ganz vielen Dank nochmal. Gern, gern. Und auch danke euch, dass ihr sowas macht. Ich meine, ihr seid ja dann so ein Beispiel, warum machen Leute das ja? Weil ihr das macht.